Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Zwillinge-Video für den August. Dieses Reading ist sowohl für Sternzeichen-Zwillinge als auch für den Aszendenten. Da möchte schon eine Karte raus. Das Schneckenhaus. Dieses Schneckenhaus. Ja, das zeigt irgendwie so ein bisschen den Rückzug an. Man verkriecht sich da in ein Schneckenhaus. Ich finde, das passt so gar nicht zu den Zwillingen. Aber schauen wir mal weiter. Ich verwende die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Ich habe sie im Vorfeld schon ausgiebig gemischt. Und dann können wir gleich loslegen. Heute sind die Karten so flutschig. Auf der Rückseite vom Deck liegen die Hände. Und ich bekomme hier sehr stark rein, dass es hier ums Handeln geht. Aber auch darum, die Sache wirklich gründlichst zu betrachten. Und danach zu handeln. Die Themenkarte ist die Schnecke in dem Schneckenhaus. Und das zeigt mir, dass ihr euch hier so ein bisschen zurückgezogen habt, dass es auch darum geht, um diesen Rückzug. In der Mitte vom Deck liegt die Dame und mit der Dame geht es um dich. Unabhängig davon, ob du männlich oder weiblich bist. Die Karte ist geschlechtsneutral. Wir haben hier die Wege und die Wege sind die klassische Entscheidungskarte. Du darfst dich hier entscheiden, geht's rechts rum, geht's links rum. Und aktuell dürfte diese Entscheidung bei dir anstehen. Eine Entscheidung, die dich betrifft. Für viele von euch geht es dabei um die Arbeit. Ich bekomme für jemanden rein eine höhere Position. Ich bekomme für jemanden rein, dass es eher ums Homeoffice geht, wo man sich zurückzieht. Für einige von euch bekomme ich auch rein, dass es darum geht, sich von einer bestehenden Arbeit zurückzuziehen. Im Moment ist es dann auch so, also wenn ich im Moment sage, gehe ich vom August aus. Das Reading ist ja für den August. Dass das für dich hier alles etwas unklar ist. Mit dem Berg, der für die Herausforderungen steht, ist es für dich hier unklar, welche Herausforderungen auf dich zukommen durch diesen Turm, das heißt durch den Rückzug, durch diesen anderen Job. Schau bitte bei dir, um was es bei dir geht, weil das ist ja ein Allgemeinreading und variiert. Als Rat, der auch an dieser Stelle liegt, sagt mir der Turm ganz klar, du sollst innerlich in den Rückzug gehen und die Dinge für dich klären. Also da sind wir wieder bei der Karte, wo es eigentlich ums Handeln geht, aber ums zuvor wirklich genau betrachten und danach handeln. Dass du in deine eigene Klarheit kommst, dass diese Wolken verschwinden, dass die sich auflösen, diese Unklarheiten. Der Anker liegt hier an einem Platz, den du nicht einsehen kannst. Das liegt im Dunkeln. Und das heißt hier, diese Sicherheiten, diese Arbeit, das ist alles bereits vorhanden. Du kannst es noch nicht sehen. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar für dich. Aber jetzt aktuell nicht.
Ja, wie geht's dann weiter? Wir haben den Sarg und das Herz. Mit dem Sarg kommt immer etwas zum Ende. Der Sarg zeigt manchmal auch nur einen Stillstand an, aber meist ist es tatsächlich das Ende. Und ich habe so das Gefühl, dass es hier wirklich bei den allermeisten auch ums Ende geht, ums Ende von einem guten Angebot. Für einige von euch kann das auch wie so ein Herzenswunsch sein, dass ihr das eigentlich möchtet, dass ihr aber abgeschreckt werdet von diesen Herausforderungen, weil ihr das nicht überblicken könnt, was da genau auf euch zukommt. Was das also mit sich bringt, wenn ihr dieses Angebot annehmt. Also dieses Angebot endet. Und das Interessante ist, dass dann die Karte der Mond liegt. Man sollte hier eigentlich erwarten, dass hier eine negative Karte liegt und der Mond ist eigentlich eine positive Karte. Das ist die Karte vom Erfolg. Und das finde ich sehr spannend und das möchte ich nochmal hinterfragen. Was bedeutet der Mond hier? Eine Karte bitte zum Mond. Oh, da fallen gleich drei raus. Da haben wir den Blumenstrauß, die Schlange und das Haus. Und an der Unterseite vom Deck die Ruten. Okay. Ja. Ich sehe in diesem Blumenstrauß zwar dann auch noch mal so eine Art Zusage, eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Mit der Schlange ist es aber so, dass sich das alles dann rauszögert, bis das wirklich so Struktur annimmt, mit diesem Haus, bis das alles stabil wird. Das ist so. Ja, sehr kompliziert und langwierig, bis man da tatsächlich dann auch, ja, kann man sagen, seine Arbeit starten kann. Also für einige ist es so, dass hier eben dieses Angebot zu Ende kommt, dass man aber trotzdem noch mal ein Vorstellungsgespräch bekommt, aber dass das halt alles sich so rauszögert. Und das, ja, bis zu diesem Arbeitsvertrag könnte man sagen. Und das stellt für dich hier einen Konflikt dar. Also einerseits eine positive Lösung, dass man erstmal denkt, wow, ich bekomme den Job ja doch. Aber dass sich das dann halt, ja, irgendwie doch nicht so manifestiert, wie man sich das gedacht und erhofft hatte. Also der Mond doch nicht als reine positive Karte hier. Und das habe ich nämlich schon vermutet. Dann schauen wir doch mal. Wie sieht denn das dann in der Zukunft aus? Sieht es für dich in der Zukunft aus? Oder sag mir mal, erst möchte ich noch mal wissen, gibt es hier zu dem Turm noch ein zusätzlichen Rat. Gibt es hier noch was Wichtiges zu sagen zum Turm als Rat? Eine Karte bitte. Eine Karte bitte zum Turm. Okay. Der Blumenstrauß und der Klee. Und an der Unterseite vom Deck der Brief. Also der Rat hier wäre quasi, dass du zusagst, dass du in die Kommunikation gehst und sagst, ja, ich habe Interesse dran, ich möchte das gerne. Eben gleichzeitig dann auch, also dass du einfach diese Chance nicht vertust, dass du erstmal zusagst und dir aber gleichzeitig auch, ja, das nochmal genau betrachtest. Das ist ja erstmal unverbindlich, das heißt,
Solange du noch keinen Vertrag unterschrieben hast, hältst du dir einfach diese Chance offen, indem du zusagst und gleichzeitig da einfach auch noch mal schaust, ja, im Rückzug oder so für dich, dir die Sache noch mal betrachtest, was kommt da genau auf mich zu? Aber dass du eben wichtig ist, glaube ich, dass du eine Entscheidung triffst und dass du erstmal da zusagst und dann versuchst es zu ergründen, was da wirklich genau auf dich zukommt. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass du da kommunizierst und dich nicht einfach nur zurückziehst und gar nicht mehr meldest. Okay, das ist sehr interessant. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie geht es denn weiter über den August hinaus? Eine Karte bitte. Wie entwickelt sich diese Situation? Okay, da hast du wieder Konfliktpotenzial und Herausforderungen aufgrund von Unklarheiten. Also das heißt, diese Situation zu klären, wird keine leichte Aufgabe sein. Okay, schauen wir mal, was gibt es hier noch für einen Rat für dich? Na, die ist gerade rausgefallen. Überprüfe deine Motivation, bevor du handelst. Okay, das kann es natürlich auch sein, dass du hier, ja, erstmal hier rausfinden sollst, wenn du in dein Inneres reinschaust, warum möchte ich das denn überhaupt? Weil das scheint mir hier wirklich eine ganz schwierige Sache zu sein. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich für sowas entscheiden würde, wenn ich dann sehe, dass es in die Zukunft raus wieder Unklarheiten gibt, wieder Konflikte gibt, wieder Herausforderungen. Ich weiß nicht, was das ist, was du hier erreichen möchtest, genau. Und ob es diese Sache wert ist. Also betrachte genau, bevor du handelst. Das ist wirklich spannend. Also, ich würde mich super freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, inwiefern das bei dir zutrifft, um was es bei dir geht. Das ist sehr spannend. Falls dir das Reading weitergeholfen hat, dann lass mir gern ein Like da. Ich wünsche dir alles Gute. Komm gut durch den August.